Herzlich willkommen bei dem ersten Videoclip von Brookhammer. Ich sitze hier im Laden. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Verkaufsoffener Samstagsfeiertag in Kiel. Irgendwie hat das keiner gecheckt. Deswegen nutze ich die Zeit, um ein Bier zu verkosten. Wir haben zwar nicht mehr Sommer, aber trotzdem stehen noch einige sommerliche Biere im Regal. Deswegen habe ich mir mal die Kammer Bavaria Erdbeerweiße gegriffen. Ich bin extrem skeptisch, was dieses Bier angeht. Ich habe es noch nicht probiert. Das Etikett, ja, vielleicht kann man das mal zeigen. Irgendwie so was zwischen Retro und B-mäßigem handwerklichen Design. Auf jeden Fall kommt das Bayerische an dem Ganzen rüber. Ich traue mich jetzt aber trotzdem, das mal zu trinken. Das kommt in der 03er Longneck. Farbe ist schon mal weizentypisch. Lassen wir das mal ein bisschen stehen. 4,9% Alkohol. Also es ist kein Biermischgetränk in dem Sinne. Wobei das hier draufsteht. Erdbeersaft wurde verwendet. Und ansonsten ist es, glaube ich, ein stinknormales Weizenbier. Die Kammer-Sachen sind eigentlich alle ja sehr gut, solide, teilweise auch ziemlich ausgefallene Biere, unheimliche Biervielfalt, die Kammer anbietet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas produziert haben, was jetzt so gar nicht geht. Aber bei Erdbeeren bin ich immer skeptisch. Riechen tut man davon nichts. Also es riecht auch wie ein ganz normales Weißbier. Das Ding. Das ist ganz dezent, die Erdbeere kommt nur so ganz leicht im Hintergrund durch. Erdbeere harmoniert auch mit Bananenaromen. Banane ist ja typisch für so ein Weißbier. Alter Schwede, das ist echt gut, das ist frisch, das ist leicht, das ist super fruchtig, drängt sich überhaupt nicht auf. Das ist ein Bier, was völlig unkompliziert daherkommt und trotzdem sich ganz klar absetzt und anders ist als ein normales Weißbier. Ich bin echt schwer begeistert. Hätte ich nicht erwartet, wenn man vielleicht am Etikettendesign noch was dreht und die Kommunikation da so ein bisschen anders macht, könnte das ein Topseller werden. Ich glaube, bisher hat das hier noch niemand gewollt. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon Flaschen davon verkauft haben. Zu Unrecht. Das ist ein schönes Bier. Sicherlich eher für den Sommer geeignet, aber draußen scheint die Sonne und ein schöner Herbsttag ist da sicherlich auch nicht unbedingt ungeeignet. Leute, das kann ich nur empfehlen. Wenn man ein bisschen was Entspanntes für den Nachmittag braucht, Kammer Erdbeerweiße, Top-Lösung. Also, ich trinke das jetzt noch zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und das nächste Bier. Ciao, ciao.